Ja, ich grüße Sie euch allen, Ramon Rosa Umwelt und Natur. Heute bin ich mal in Ostoberpfalz gewandert. Es müsste ungefähr in der Nähe von Floss oder Flossenbürg sein. Und hier hat der Wind in den Schnee gegengetreibt. Ihr müsst ungefähr fast 500 Meter hoch sein, da liegt einiges an Schnee. Und dazwischen ist auch noch ein bisschen alter Schnee mit dazwischen fürs Wochenende. Aber hier liegt schon fast 10 cm Schnee. Hier sieht man es nochmal. Hier hat alles der Wind durch die Gegend geweht. Müssen wir auch ein bisschen aufpassen, hier ist glatt in der Straße. Sieht es, da sieht man zwar ziemlich schlecht, aber da sieht man die Berge. Es ist ja kein Wunder, es ist ja dunstig draußen, darum schneit es auch leicht. Jo, das ist eine richtig schöne Landschaft, wohlgemerkt. Da müssen wir echt aufpassen, der ist so glatt. Da kann man sich leicht abrutschen. Also wenn man ein Rad unterwegs zeigen könnte, da muss man echt aufpassen. Ja, denke ich mal, wird man wahrscheinlich am Freitag wieder ein Schneefallgebiet. Und ja, denke ich mal, kann es locker über 20 bis 25 cm in diesem Bereich, wo ich jetzt momentan bin. Da dürfte es richtig viel Schnee haben. Hoppla, müssen wir aufpassen, es ist rutschig. Jetzt alles der Wind durch die Gegend geweht, da kann man schlecht messen. Oh, eiskalt ist das Ganze. Das sieht man alles der Wind, alles dagegen geweht.
Merk mal schon, es ist eiskalt draußen. Wir haben mindestens gefühlt minus 6 Grad. Und dann merkt man schon, der Himmel reißt langsam auf. Und in diesem Bereich, wo es besonders viel Schnee liegt, da kann es unter minus 10 Grad kalt werden. Der Wind hat alles zufrieren lassen. Da kann man nichts mehr glauben. Da geht's einfach so weiter mit dem Radweg. Dagegen geht, Wahnsinn. Ihr müsst eigentlich das kleine Dorf Floss sein. Da war mal Maisfeld gestanden. Ja, es ist super glatt mit überfrierender Nässe, da kann man sich nicht aufs Rad trauen. Ja, ist schon richtig winterlich in der Landschaft. Ich beende mal das Video, ich gehe jetzt langsam wieder zurück. Bei mir geht es wieder nach Hause vorwärts. Ich bedanke mich, dass ihr euch wieder gemeldet habt. Wenn das Video euch trotzdem gefallen hat, dann gebt bitte einen Daumen nach oben. Ramon Rose und Umwelt und Natur. Dann hoffentlich ganz bald wieder. Bis zum nächsten Video. Ciao, mach's gut.